Ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Xplayer Gamer 1. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, ich streame im Moment relativ selten und ich muss mit euch ein paar Sachen tatsächlich heute mal besprechen. Ich habe heute folgende Punkte auf meiner Liste drauf: einmal MTA, Minecraft-Server und auch wunderschöne Mass Effect. Dieses Video wird nicht lang, das werde ich schon mal voraussagen. Ich habe noch einen kleinen Bonus, den ich jetzt so anfangen werde. Ich habe eben gerade vor ungefähr einer Stunde ein Video gesehen, welches von meinen YouTube-Kollegen und einer meiner Freunde tatsächlich auch Black Oak YouTube geschickt wurde. Leute, er hat 170 Abonnenten, mit mir sind es 171. Dieser junge Mann, dieser YouTuber ist im Moment genauso aktiv wie ich, das heißt, es wird im höchsten Fall ein, zwei Mal die Woche bei ihm gestreamt. Er hat andere Referenzen als ich, er hat auch einen ganz anderen Content als ich. Klar, wir ähneln uns so ein bisschen vom Content her, nur leider, und das muss ich sagen, leider gibt es auch viele Hater da draußen, die Minecraft beispielsweise gar nicht abkönnen. Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe die letzten Monate oder Wochen auch andere Spiele wie Rainbow, GTA, ETS, ETC gestreamt. GTA im Übrigen auf meinem Twitch-Account, ich hoffe, ich werde es verlinken. ihr wisst, wie ungern ich aufnehme, weil ich mit euch nicht interagieren kann. Ich hoffe, dass ihr alle wisst, dass ich jetzt dieses Video tatsächlich auch das erste Mal jetzt aufnehme. Und ihr wisst, ich mache das Ganze ungeskriptet, weil ich persönlich es hasse wie die Pest, wenn jemand da mit einem Blatt vor sich steht. Ich habe das einmal bei Black Panther gemacht und ich habe mich so unwohl gefühlt. Deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal aus dem Herzen auch raus. Kurz um aufs Thema zurückzukommen, Blackcock YouTube hat ein Video hochgeladen, ein Infovideo, in dem er zwei, drei Sachen angesprochen hat und auf eine Sache möchte ich ganz speziell rausgehen. In dem Video, welches 4,5 Minuten oder knapp 5 Minuten geht, hat Blackcock YouTube folgendes gesagt, und zwar, ja, es werden hier viele Leute, also Blackcock YouTube wird von seinen eigenen Moderatoren, Chat-Moderatoren, Minecraft-Moderatoren angeschrieben, er soll doch den Kanal schließen und einen neuen Kanal starten. Mir wurde das auch damals oft gesagt, ich habe meinen Standpunkt dazu vertreten. Ich habe gesagt, Leute, es haben nicht umsonst 220 Leute auf dem Abonnieren-Knopf gedrückt und auch auf die Glocke. Danke im Übrigen dafür. Nee. Der Cook YouTube hat auch noch in seinem Video gesagt, dass er den Kanal nicht schließen wird. Er wird ihn jetzt erstmal auf Eis legen, solange bis er sein neues Equipment hat. Ich selber warte auch noch auf mein Mischpult für mein Standmikrofon. Falls ihr wissen wollt, was für ein Standmikrofon das ist. Das ist das Neover, also NW700. Ein sehr gutes Mikrofon. Leider bringt das mir ohne Mischpult im Moment rein gar nichts. Ich nehme gerade über mein Logitech G430 auch auf. So wie eigentlich jedes Mal, wenn ich streame oder generell eine Aufnahme starte. So, zunächst. Ich habe vor, euch zu sagen, warum Mass Effect jetzt leider abgebrochen werden muss. Ich habe mitbekommen, jetzt gucken einige von euch wirklich sehr gerne noch die alten Mass Effect Folgen. Mass Effect 1, 2, 3. Bis zu Mass Effect 1 bin ich gekommen, da bin ich noch nicht mal zum Mitte oder Ende gekommen und schon musste ich meinen Rechner neu aufsetzen und habe die Dateien eigentlich speichern wollen, aber meine Festplatte hat sich defragmentiert. Leute, es wird jetzt erstmal kein Mass Effect Stream mehr kommen. Es tut mir sehr leid, ich weiß, dass es ein sehr guter Content auch von meiner Seite aus war. Ihr wisst, wie gerne ich mich in Rollenspielen wirklich sehr viel reinhängen kann. Aber ich kann es leider nicht im Moment weitermachen, weil ich selber nicht weiß, wie weit ich gekommen bin und an welcher Stelle ich aufgehört habe. Und ehe ich denn jetzt da wieder an der Stelle bin, ist auch schon wieder ein halbes Jahr rum. Und darauf habe ich keine Lust. Abgesehen davon bin ich im Moment sehr, sehr viel mit meiner virtuellen Spedition der zentralen Import- und Export-Lieferservice-Logistik, kurz hier, unterwegs im ETS. Wir machen die Straßen unsicher. Deswegen kam jetzt auch ein, zwei Mal ein paar Euro Truck Simulator Streams raus. Leider kamen die ziemlich gut bei euch an. Das ist ein schönes Simulationsspiel. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Zeit tatsächlich mal wieder ein bisschen Minecraft zu streamen. Mein Server ist offline gegangen, aufgrund dessen, dass wir jetzt einen neuen Dedicated Server bekommen haben. Und ich leider nicht mehr die Nerven hatte,
An den Abend, als ich da die ganzen Sachen für meine Community, also für euch und für mich, gleichzeitig nur gebackupt habe. Den Teamspeak und Webseiten, etc. habe ich alles gebackupt und das hat allein mir schon 4 Stunden gekostet. Und der Minecraft-Server, der war leider Gottes, tut mir auch echt leid an Leon Zocker an der Stelle, der mit mir den Spawn gebaut hat. War ein echt schöner Spawn, verstehe mich nicht falsch. Aber leider Gottes ist es wirklich so, dass es jetzt alles weg ist. In den Server habe ich insgesamt 16 Stunden reingesteckt, mir tut das sehr weh. Ich hoffe, ihr versteht mich da ein bisschen. Also die Adresse mc.playergamer.net wird vorerst nicht gegeben sein. Ich überlege aber eventuell demnächst noch einen anderen Server aufzumachen mit einem anderen Namen. Ja, und da sind wir auch schon beim nächsten und vorletzten Thema. MTA. Ihr wisst alle, ich habe einen Server gehabt, der hieß Flash Relive. Die alten Hasen auf meinem Kanal, die werden wissen, dass ich früher mein Multi Theft Auto, also eine Modifikation von GTA San Andreas, eine Multiplayer Modifikation gestartet hatte. Und daraus ist ein Server entstanden. Wir haben den Server echt geil geführt. Das war damals eine echt schöne Zeit und ich möchte diese Zeit auferleben lassen. An diesem Punkt würde ich schon mal ausrufen wollen, dass wir denn demnächst, ich denke mal, das wird so jetzt nur noch einen knappen Monat dauern, weil mein Freund Deutek auch mit in den Projekt dabei sein möchte und ich selber im Moment auch noch, wie gesagt, noch ein halbes Jahr in der Ausbildung jetzt feststecke. Ja, es hat mir echt viel Spaß gemacht damals und ja. Ich möchte ausrufen, dass wir demnächst dann wieder Supporter und Moderatoren suchen. Und genau dasselbe geht auch natürlich in meinen eigenen Teamspeak. Ich suche noch aktiv Moderatoren und Supporter. Leuten, denen ich auch vertrauen kann. Oh, Alter, die Musik ist gerade in Entschuldigung, Minecraft so laut. Das geht ja gar nicht. Ja, jetzt ist wieder besser. So, ich wollte nur damit gesagt haben, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr an meinem Kanal auch festhänge. Oder die Zeit im Moment nicht finde, ein Video hochzuladen, geschweige denn zu streamen. Wenn ich streame, dann finde ich wirklich gerade mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und dann hört es auf. Leute, ihr wisst alle, dass ihr auch selber Videos wirklich von mir auch gerne anguckt. Das verstehe ich auch. Hin und wieder habe ich überlegt, schon ein, zwei Let's Plays zu machen. Nur dafür brauche ich erstmal YouTuber, mit denen ich auch was anfangen kann. Und mit denen ich mich selbst auch identifizieren kann und verstehen kann. Ich hatte also auch vor kurzem vorher noch mal ein Projekt aufzumachen, das in der jetzigen Zeit auch spielt tatsächlich. Ich hatte alles durchgeplant. Ich war schon mit dem Trailer fertig. Echt geiler Trailer. Nur leider werdet ihr den nie zu Gesicht bekommen, weil ich dafür keine YouTuber finde, die mit mir dieses Roleplay-Projekt, welches stark an Leben und gleichzeitig auch ein bisschen an Sky und so weiter angebunden ist, starten wollen. Ich hatte damals auch überlegt, eine Art Desperado zu machen. Rango 2 ist ja jetzt leider zu Ende. Ich hatte die Bewerbungsphasen komplett verpeilt. Ich habe einiges, was Lord Lost beispielsweise machte, weil ich ziemlich gerne mit Lord Lost auch befreundet bin und so. Aber leider habe ich da einige Sachen verpennt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Demnächst kommen hier wieder Streams. Ihr seht, ich habe im Moment leider. Oh. Das ist mein OBS, sieht schön. Ich habe hier gerade eine Aufnahme verpeilt. Augenblick ganz kurz. Ihr wollt es ja auch ein bisschen gewohnt haben. Wir sind im Übrigen gerade auf dem Griefer Games Server. Weil ich gerade mitbekommen habe, die Fensteraufnahme ist über mein Overlay. Besser, eindeutig besser. So kennt ihr es aus meinen Streams auch. Ja. Wie gesagt, ihr kennt mich und ihr wisst, wie ungerne ich auch Infovideos mache. Aber es muss jetzt mal sein. Meine Kanalaktivität wisst ihr alle, ich hab es nie verheimlicht, dass ich diesen Kanal als Hobby betreibe und niemals damit Geld finanzieren wollen würde. Klar, wir haben jetzt einige Sachen auch schon durchgemacht als Community. Angriffe gegen uns und auch tatsächlich ihr habt ja auch ein bisschen was abbekommen, was mir immer sehr leid getan hat. Naja, dieser Kanal wird auf jeden Fall nicht zugemacht, mache ich da keine Sorgen, es kommen wieder Streams. Und sehr wahrscheinlich auch mal demnächst Far Cry 5 Streams. Ich überlege da, wie ich meinen Rechner da so weit hochbekomme. Leider hat mein neues Motherboard den Geist aufgegeben, bevor es überhaupt angeschlossen war. Genauso wie mein AMD Ryzen 5, mit dem ich streamen wollte. Hat extrem viel Spaß gemacht, überhaupt das Geld dafür ausgegeben. Die 400 Euro sehe ich nie wieder. Obwohl, doch, die habe ich wieder gesehen. Lol. Auf jeden Fall, wie gesagt, also wenn irgendwas ist, Leute, einfach in die Kommentare schreiben.
Wie, was haltet ihr davon, dass Blackhawk YouTube aus seinen eigenen Reihen gesagt wird, er soll den Kanal zumachen, es lohnt sich nicht, einen Kanal mit 170 Leuten zu leiten. Was haltet ihr davon, dass ich demnächst vielleicht wieder mal ein bisschen in die Minecraft-Szene wieder reinrutsche und mal wieder ein paar Streams auf Griefer Games, auf anderen Servern, auch auf unbekannten Server mache? Früher war ich ein Serverbewerter und ich möchte wieder zurückkommen. Allein deswegen der Skin auch im Moment. Gut, Leute, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich wirklich in jeglicher Form der Aufmerksamkeit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, XPlayerGamer1.